Moin, liebe Freunde, und willkommen zum ersten Teil von Tomb Raider. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Liebe Freunde, okay, und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Teil von Tomb Raider. Viele werden sich vor. Wir müssen einfach weiter. Jetzt will ich am Anfang reden und jetzt ist direkt so eine Situation. Wie einige von euch werden sich wahrscheinlich wundern, das ist ja gar kein League of Legends. Aber ich habe auch mal Lust gehabt, was anderes zu machen, was neben League of Legends kommt. Selbst wenn wir hier nichts finden, Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe mir Tomb Raider ausgesucht, weil ich den Vorgänger sehr, sehr gerne gespielt habe. Und wow. Alles okay? Wow. Alter Kackfrosch. Leck mich am Arsch. Ja, ich habe den Vorgänger sehr, sehr gerne gespielt. Und der Einstieg in das neue Spiel ist... Ach du Scheiße. Das ist das eh. Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Du Scheiße, wie soll ich da rüberkommen oder wie? Nein! Ich bin abgefickt. Geh nochmal. Also ist der rettende Griff immer, ne? Hopp. Wow. Ich hab auf Konsole gespielt, das andere. Was zum Fickenden... Okay. Komm her. Nicht schlecht. Ah, okay, nach oben. Hopp. Ich kletter noch runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Das kann ich nicht. Das ist, Scheiße. Da muss ich hin. Der Alte hat auf jeden Fall, gut trainiert. Wow. Easy peasy. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Let's go. Ich habe jetzt also die falsche Richtung. Jetzt. Alter. Wow. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm! So
So, wer Tomb Raider nicht kennt, das ist ja eine Spieleserie, die schon in den 90er Jahren angefangen hatte. Und, ja, also irgendwie meine Altersklasse. Das Reboot kam dann irgendwann 2011 oder 2013, glaube ich. Und das ist nur der zweite Teil, Rise of the Tomb Raider. Das heißt, da, wo es richtig losgeht. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Ich mach mal ein bisschen Audio hier leiser. Vielleicht ist es ein etwas angenehmer für euch. Müsst ihr mal schreiben. Leser, gibt Ruinen in diesen Bergen. Das sieht so geil aus. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Wow, wow, wow. Alter Schwede, das sieht so... Ja, ich würde sagen, hier kann man mal ordentlich Urlaub machen, ne? Mit den Kindern, ein bisschen wandern gehen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Noch ordentlich Schneespuren. Das ist ordentlich. Okay. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Sieht okay. Super stabil aus. Da muss ich wieder klettern. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Fuck. My life. Willst du auch springen, oder? Er hat's geschafft. Wow, hier ist wieder ein lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Wow, 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 wow. Das war knapp! Wow, 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 wow. Hoch, hoch, hoch. Zieh dich. Und hepp. Schaffst du es? Ich kann ihn gar nicht sehen. Den Eierlappen. Komm, wenn du mein Tempo halten kannst, dann gib zu da. Du Scheiße. Jonah, festhalten! Scheiße! Ich bin dein Anker. Schaffst du es rüber? Ich schaffe das. Oh mein Gott. Da unten muss ich verstecken. Da macht nicht sowas. Ach du Scheiße! Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir etwas Seil. Das ist ein Einstieg ins Spiel, ne? Fast geschafft, aber. Du packst es! Wow. Gib Kette. Komm hoch, 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 hoch. Ich glaube, das werden wir noch öfter das Spiel sagen. Das sieht Jonah, unserem Ziel aus. Geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Oh, Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Komm, fahr! Da! Da drüben! Schnell! Schwimm mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Komm, komm, komm.
Oh mein Gott. Das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Lara, ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Komm noch einmal. Gott sei Dank. Oh oh, das sieht böse aus. Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Oh Gott, 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 kann ich irgendwie springen? Ficken. Wie Sandra, Ul. Wo muss ich denn bitte her? Hier ist ja nicht mal der Weg markiert. Nein! Zu früh abgesprungen. Ja, habe ich einen Abflug gemacht, ne? Den Vogel. Den Vogel. Nochmal. Schaffen wir aber. Diesmal. Go, 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 go. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Die Alter von Foxy mit den Ohren. Go, 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 go. Rennen, 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 rennen. Alter, 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 alter. Wow. Ficken, 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 ficken. Oh mein Gott, da kommt was noch. Los, spring! Oh mein Gott. Lauf, 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 Lara. Lauf. Ach du Scheiße. War das geplant? War das geplant vom Spiel? Dann bin ich tot. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Bin ich tot? Jeder normale Mensch schon. Aber ich bin ja Lara Croft. 2 Wochen zuvor. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen. Wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Okay, da wird auf den vorigen Teil angespielt und wir sehen hier Trinity Force. Anscheinend so, also die Trinity, so eine Organisation, die nach dem ewigen Leben sucht. Wie den Heiligen Gral, Anubis, haben wir gesehen, John Dark, Rasputin, der auch nach dem ewigen Leben gesucht hat. Also im Hintergrund der Geschichte sogar ein bisschen realistische Fakten aufgegriffen. Und Trinity will anscheinend das ewige Leben. Thank you.
Hacker hat es auch überall drinnen stehen. Da geht ja auch mit Duschen, ne? Und dann immer Ella! Ich bin's! Ella! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Zwei Wochen später ist sie nicht in Syrien, sondern irgendwo auf dem Berggipfel im Schnee. Lass dich verlaufen, mein Liebes. Skar, Skar, Skarna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Großer Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit, shit! Nein, nein, nein! Da hilft nur eine Steinticke. Oh oh. Das war nicht gut. GPS haben wir wenigstens noch. Oh, wir sind am Einsatzort angekommen. Das war eine ruhige Fahrt. Das macht dann 31 Euro nach Tarif. Ihre örtlichen Taxifahrer. So, jetzt aber schnell weg hier. Jetzt sind wir an der Nordwestgrenze Syriens. Da sind wir so hingekommen. Es muss hier sein. Wie wir wollten. So, wo müssen wir her? Suchen Sie in den Klippen nach Ruinen. Hallo, ein Vogel. Also generell ist ein Tomb Raider so, alles um dich rum geht kaputt. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Das sogar Bürgerkrieg, wie in Syrien. Ich weiß nicht, ob das makaber ist, aber das ist auf jeden Fall korrekt zu der heutigen Zeit. Wie zur Hölle? Soll ich denn da nach oben kommen? Ihr Pappnasen. So, nach oben ist eine gute Idee.
wäre jetzt fast zur Seite gesprungen. Das sieht nach einer Oase aus. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Keine Ahnung, ich bin damit beschäftigt, die auf den Arsch zu glotzen. Ich will jetzt nicht zu schnell gehen. Ich hab so Glühlampen, die sind so cool. Die Alte hat echt Eier, ne? Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Klong, Monolith entdeckt. Erkunden Sie die Wandgemäldekammer. Oh, Jesus. Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Das ist Griechisch. Ich kann jetzt Griechisch quasi. Das sind hier, haben wir ja ein paar Bierkrüge und sowas. Hier wurde noch letzte Nacht eine ordentliche Party gefeiert. Oh, was ist denn das da oben? Gehen wir mal hin. Hallo. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Trinity, Leute. Oh, Griechisch ist perfekt. 3-4 Tage. Fertig. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee. Vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Zack. Griechisch 1. Griechisch 1. Easy. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Ist der Prophet Jesus, ist der Mohammed oder irgendwie ein Religionsführer, den wir kennen? Noch keine Spur. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Oh, 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 oh. Okay, dann los. Ich bin vor so gut gegangen, das Grab. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Ja, wie komme ich denn? Da muss ich irgendwie raus. So schlank bist du nicht. Never mind. Ein geheimer Eingang. Klopp. 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 Da kann man. Ja, da kann man immer noch Steine anreißen, ne? Eieiei, das blendet aber, ne? Ach du Scheiße. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. So, Kind. Wie kommen wir jetzt darüber, ist die Frage. Ich sehe keine Seilbahn und ich glaube, du kannst nicht fliegen. Hopp. Jo. Da müssen wir hinten hin. Okay. Würde ich sagen. Springen Sie an die Wand und klettern Sie mit leer. Ja. Ach, an der Seite. App. Ich verstehe das Klettersystem noch nicht genau, aber hopp. Oh mein Gott. Schrub. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Und nicht, dass das hier gefährlich wäre. Alles klar. App. Wenn ihr gerade mein Gesicht sehen könntet, ich mache gerade große Augen. Uiuiui. Rein. What? Komm, halt dich. Und hepp. Komm hoch. Hoch mit dir, genau. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Skorpione. Ein Durchgang. Ich hab's geschafft. Never mind. So, liebe Freunde, das war's mit der ersten Folge Tomb Raider.
Wir sind jetzt hier am Grab, wollen natürlich, genau wie Lara, wissen, was drin ist. Ich hoffe, die ganze Folge hat euch gefallen, mal so abseits vom LOL-Content. Das war so schon lange Zeit mal eine Sache, die ich unbedingt machen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da oder abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich werde das Ding auf jeden Fall durchziehen. Ich freue mich auf diejenigen, die das mit mir durchziehen. Und schreibt mir eure Meinung zum Spiel doch einfach mal nach unten in die Kommentare. Wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Morgen kommt der nächste Teil. Bis dann, euer Buddy.